Stadt. Und ich finde, dafür ist natürlich Mode ein ganz tolles Symbol. Absolut. Und ich freue mich, dass wir das hier haben. Ich freue mich, dass das dazu führt, dass wir so ein Event heute Abend haben, dass so viele junge Menschen hier sind, das ganz toll finden. Und da kann man nur stolz sein, sich darüber freuen und alles tun, um es zu unterstützen. Aber nicht artig. Absolventen der Designschulen Schwerin und Leipzig präsentierten beim Fashion-Event Look ihre facettenreichen Abschlusskollektionen. Die kreative Bandbreite war groß. In jedes ihrer Outfits nähten und webten die jungen Talente eine ganz eigene Geschichte, die gleichermaßen berührte, begeisterte und beeindruckte. Doch was hier am Samstag in der alten Druckerei im Medienhaus Nord gezeigt wurde, wird wohl selten in größere Produktion gehen. Das aber war auch nicht Vorgabe, denn alle auf dem Laufsteg gezeigten Arbeiten waren Unikate und offenbarten ein neues Ich, das aus jedweder Konvention herausbrach. Es ist die erste Chance für uns, unsere Kollektionen, die zwar relativ klein gehalten sind noch, einer größeren Masse zu präsentieren, weil erstens kostet das normal unglaublich viel Geld, was man natürlich als Absolvierender gerade nicht so zur Verfügung hat. Und dadurch wird einem natürlich die Chance geboten, eben einer breiten Masse die Kollektion zu zeigen. Also ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste, was man nach so einem Abschluss kriegen kann, auch von der Schule. Und finde es halt unglaublich gut, dass uns diese Chance auch ermöglicht wird. Hier im Norden bzw. in Mecklenburg-Vorpommern war man natürlich eins der wenigen Events, wo wir halt als Designer direkt halt irgendwie präsent sind, also wo wir halt unsere Sachen zeigen können. In den Prüfungen sehen es die Leute, die halt irgendwie uns bewerten, und hier kommen halt einfach viele Gäste, wenn es gut läuft, und es sehen halt einfach viel mehr Leute, es ist, die Presse ist da, man hat irgendwie die Möglichkeit, dass es dann halt irgendwo in der Zeitung abgelichtet wird oder man halt vielleicht auch irgendwie, wenn es richtig gut läuft, im Fernsehen irgendwie zu sehen ist, wenn auch auf kleineren Sendern. Aber es ist schon mal eine ganz gute Basis, glaube ich. Also für uns als junge Designer oder als Nachwuchsdesigner einfach. Durch Entfremdung bekannter Kleidungsstücke sowie ungewöhnlicher Stoffkombinationen wie Tüll, Lammfell und Seidenchiffon zeigten die jungen Designer bei der nunmehr fünften Auflage des Fashion-Events in beeindruckender Weise, wie sich mit Mode gekonnt Fantasie und Kunst verschmelzen lassen. 2 Stunden verzauberten die Nachwuchs-Design-Talente die Gäste mit einem modischen Fantasiegarten, der nicht nur in den schillerndsten Farben erstrahlte, sondern in den obendrein auch noch ein Stilmix aus vergangenen Modeepochen Einfluss.